Bisher gibt es noch keine Hinweise auf mögliche Ursachen. Die Fluggesellschaft Ukraine International erklärte, die Boeing 737 sei vor 2 Tagen technisch überprüft worden und einsatzfähig gewesen. Die Maschine war heute früh, kurz nach dem Start, in Teheran abgestürzt. Die beiden Flugdatenschreiber wurden nach iranischen Angaben geborgen. Der Verdächtige im Mordfall Lübcke hat ein neues Geständnis abgelegt und bezichtigt nun einen Komplizen, den tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten abgegeben zu haben. Das teilte sein Verteidiger auf einer Pressekonferenz mit. Den Angaben zufolge wollten die beiden Männer den CDU-Politiker Ende Juni auf der Terrasse seines Hauses einschüchtern. Dabei habe sich aus der Waffe versehentlich ein Schuss gelöst. Die Waffe soll der Komplize in der Hand gehabt haben. Der CDU-Politiker Lübcke war mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Verdächtige Stefan E. gestand die Tat zunächst und nannte als Motiv Lübkes Haltung zur Flüchtlingspolitik. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Nach den Angriffen auf Polizisten zu Silvester in Leipzig-Konnewitz ist ein erster Beschuldigter zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht der sächsischen Stadt sprach den 27-Jährigen in einem beschleunigten Verfahren schuldig. Das rechtskräftige Urteil erging wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung. In Konnewitz waren mehrere Polizisten verletzt worden. Einen der Angriffe stufte die Staatsanwaltschaft als Mordversuch ein. Die Zahl der Menschen, die in der Bundesrepublik erstmals einen Asylantrag gestellt haben, ist das dritte Jahr in Folge gesunken. Das Bundesinnenminister Seehofer mitteilte, wurden 2019 rund 142.500 Asylerstanträge gestellt. Das war ein Minus von 12% im Vergleich zum Vorjahr. Das Ministerium spricht sogar von einem Rückgang um 14,3%. Grund ist eine veränderte Methodik. Die Erstanträge von in Deutschland geborenen Kindern von Asylbewerbern werden neuerdings separat gezählt. 2019 waren es 31.500. Die meisten Schutzsuchenden kamen aus Syrien, dem Irak und der Türkei nach Deutschland. Das Bundeskabinett verabschiedete am Vormittag auch den Migrationsbericht. Demnach lag die Nettozuwanderung 2018 bei 400.000 Personen, so niedrig wie zuletzt 2013. Der Wert der genehmigten deutschen Rüstungsexporte hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 8 Milliarden Euro überstiegen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug das Gesamtvolumen 8,015 Milliarden Euro. 32% davon entfielen auf Kriegswaffen, der Rest auf sonstige militärische Ausrüstung. Das geht aus einer Antwort an die Grünen hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Die Zahlen bestätigen einen Trend, der sich schon Mitte Dezember abgezeichnet hatte. Vor allem Rüstungsexporte in Staaten außerhalb der Europäischen Union sind umstritten. Kritiker führen an, dass militärisches Gerät in regionalen Konflikten oder zur Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden könnte. Der in Japan angeklagte Automanager Moon hat seine Flucht in den Libanon mit einem aus seiner Sicht politisch gesteuerten Verfahren gerechtfertigt. Moon sagte in der libanesischen Hauptstadt Beirut, in keinem anderen demokratischen Land der Welt komme man wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ins Gefängnis. Er beklagte unmenschliche Haftbedingungen, wie etwa lange Einzelhaft mit wenig Kontakt zur Familie. Die japanische Staatsanwaltschaft wirft Moon unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Der frühere Vorstandschef von Renault Nissan Mitsubishi war gegen Kaution auf freiem Fuß und floh Ende Dezember in den Libanon. Er wies heute erneut alle Anschuldigungen zurück. Der Sozialist Sanchez ist von König Felipe als Regierungschef in von Spanien vereidigt worden. Die Zeremonie fand am Vormittag im Zarzuela-Palast in Madrid statt. Sanchez hatte die Parlamentsabstimmung über seine Kandidatur als Ministerpräsident gestern mit knappem Vorsprung gewonnen. Sein Kabinett will der 46-jährige Politiker Medienberichten zufolge in der kommenden Woche vorstellen. 2019 war nach Angaben des
Zwischen Neusdorf und Neuss-Walschenberg 3 Kilometer stockender Verkehr. Im weiteren Verlauf zwischen Bowart und Krefeld Zentrum 6 Kilometer Stau. A61 Ludwigshafen Richtung Koblenz zwischen Kreuz Frankenthal und Worms am Unfall 4 Kilometer Stau. Und A96 Windau Richtung München zwischen Bannen-West und Bannen-Nord 3 Kilometer Stau und noch einmal zwischen Bannen-Nord und Gisleck ebenfalls 3 Kilometer Stau. Deutschland. Informationen am Abend. Und dazu begrüßt sich Jürgen Seide. Der amerikanische Präsident hat gesprochen, er hat sich allerdings Zeit gelassen, er hat quasi bis kurz vor dieser Sendung gesprochen. Er kam mit hochrangigen Militärs und damit stand die Frage im Raum.